So, hi Leute, was geht? Herzlich willkommen zum neuen Video. Freut mich auf jeden Fall mega, einfach mal wieder am Start zu sein. Ist irgendwie schon wieder ungewohnt. Ich bin schon fast wieder nervös, weil ich einfach so lange nicht dabei war. Genau, was machen wir heute? Als erstes filmen wir das V10 Update ab. Bei Tesla gab es ein Software Update. Die Leute, die sich da so ein bisschen für interessieren, die werden das mitbekommen haben. Wir haben Netflix, YouTube dazu bekommen und so ein paar kleine Games. Man kann jetzt zum Beispiel auch mit dem Lenkrad und ich glaube auch mit Gaspedal und Bremse so ein Autorennen fahren. Man kann Controller anschließen, um Arcade Games zu zocken. Streaming ist dazu gekommen, einfach um vielleicht die Ladezeit beim Supercharger zu überbrücken oder wenn man, keine Ahnung, jetzt irgendwie auf Langstrecke unterwegs ist und auch mal eine längere Pause macht von 2-3 Stunden, kann man sich irgendwie gemütlich seine Lieblingsserie angucken. Was mega cool ist, das Ganze funktioniert beim Fahren auf jeden Fall nicht. Ist irgendwo verständlich. Ich meine, das sorgt für heftige Ablenkung, wenn man dann jetzt irgendwie da drauf guckt. Vielleicht kommt das irgendwann, wenn das autonome Fahren komplett da ist, dass wir dann auch während der Fahrt schauen können. Das wäre natürlich klasse. Was ist noch dazu gekommen? Ich weiß es gar nicht genau. Ich glaube, Smart Summon könnte noch dazu gekommen sein. Vielleicht ist das auch nur in Amerika erlaubt. Deswegen ist es vielleicht auch nur in den amerikanischen Updates mit inbegriffen. Sprich, man kann das Auto mittlerweile über größere Distanzen zu sich rufen. Da hatten wir auch auf der Facebook-Seite ein bisschen was zugeschrieben, wenn ihr euch das anschauen wollt. Sprich, wenn man jetzt irgendwo auf dem Parkplatz ist und keine Lust hat, irgendwie man hat die Hände voll irgendwie einkaufen gewesen, wie man das kennt, man hat keine Lust zum Auto zu laufen, das alles mitzuschleppen, dann kann man das Auto über längere Distanzen zu sich fahren lassen, ohne dass ein Fahrer drin sitzt, manövriert also auch an Hindernissen und Autos und sowas vorbei. Ich finde das ganz cool, ich habe es noch nicht ausprobiert, wäre interessant mal zu sehen, wie das so funktioniert. Also in Amerika wird auf jeden Fall schon einiges an Faxen damit betrieben, könnt ihr euch ja mal angucken. Spilling pieces of a boy, don't you know it? Den ganzen Bums mal gestartet hier. Ich vermute, ihr kennt es. Unser Model 3 Performance ist jetzt gerade erst von der Miete zurückgekommen. Schwarzes Exterieur, weißes Interieur. Ist nicht jedermanns Fall gerade dieses weiße Interieur. Aber ich will jetzt auch nicht schon wieder zu viel labern. Wir schauen uns einfach mal dieses V10 Update an. Wir gehen hier unten einfach auf die App-Leiste, die man von damals schon gekannt hat. Die Apps haben sich eigentlich groß nicht verändert. Wir haben die Spielkiste und die Unterhaltung immer noch dazu. Die sind einfach umfangreicher geworden. Gehen wir mal auf die Unterhaltung. Ja, moin, jetzt habe ich es weggedrückt. So, dann sind wir jetzt hier auf Unterhaltung. Da sehen wir schon direkt Netflix, YouTube. Tesla Tutorials finde ich ist ein geiles Gimmick, weil man dann zum Beispiel für viele Kunden ist dieses One-Pedal-Driving oder das mit dem Schalthebel hinterm Lenkrad, was für Amerikaner relativ gängig ist, ist das noch relativ neu. Wenn man jetzt nicht irgendwie von Daimler kommt oder sowas, kennen das viele noch nicht. Tesla Tutorials, sprich, ist einfach so eine Videoreihe, die einem das Model 3 erklärt, wie geht's aufzuschließen, wie geht's abzuschließen. Ich meine, wir haben jetzt hier diese Schlüsselkarte, wie die meisten schon kennen. Die ist noch relativ ungewohnt. Die meisten arbeiten noch mit Funkschlüssel. Dann gehen wir hier auf Arcade, haben dann hier wirklich alles Mögliche an Games. So ein kleines Rennspiel, das man anscheinend auch mit Lenkrad und Pedalen fährt. Natürlich im Stand. Dann haben wir Cuphead, was ein super cutes und wirklich, glaube ich, lustiges. Ich habe es noch nie gespielt, aber hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Arcade-Game ist so ein bisschen 2D-mäßig, Comic-Style, wie man das damals von Warner Bros. Kennt hier, Looney Tunes und sowas. Ist ungefähr so in dem Stil. Karaoke soll auch irgendwie anscheinend dazugekommen sein. Es soll so ein Karaoke-Game geben, was einfach für ein bisschen Spaß mit ein paar mehr Leuten sorgt. Ich glaube, Cuphead zum Beispiel kann man maximal zu zweit spielen und Karaoke. Man kennt es, sobald alle drin sind, macht es eigentlich immer Spaß. Gut, was haben wir noch? Ich gehe mal nochmal drauf. Spielkiste. Achso, das sind einfach die Easter Eggs, die Tesla noch hat. Ich glaube, da hat sich nicht groß was geändert. Wir haben immer noch, ja, okay, da kann man dann auf das Arcade-Feld wieder gehen. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal, wie Netflix und YouTube läuft. Relativ unspektakulär, weil man es schon kennt. Sehr cool eingearbeitet, werdet ihr gleich sehen. Also dieses Karaoke-Feature scheint an sich kein Spiel zu sein, sondern das ist jetzt einfach im Streaming, im Musikstreaming mit inbegriffen. Wir haben jetzt anstatt Spotify und TuneIn dann noch das Karaoke-Symbol. Da werden einem Songs vorgeschlagen oder Charts. Ich denke, irgendwelche Playlists, vielleicht irgendwelche Stimmungsgeschichten, auf was man gerade Lust hat. Ich singe gerne, Karaoke mache ich sehr selten. Müsste man mal ausprobieren. Ist bestimmt ganz lustig. Gut, dann gehen wir wieder auf Streaming, Kino. Oh, ein geiles Überthema, finde ich. Ist mega optimiert. Wir sehen hier ganz normal die Startseite. Achso, du nimmst... Ah, jetzt verstehe ich das. Geil! Ihr denkt ja richtig mit. Gut, ich finde es klasse implementiert. Wir haben jetzt hier einfach die Profilübersicht, ganz normal Startseite, Serien, Filme, ganz normale Menüauswahl, wie man das bei Netflix kennt. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, bei der YouTube-App, zeige ich euch gleich auch noch, hat man noch so ein paar Infos übers Auto. Das hat man hier jetzt anscheinend nicht, einfach wahrscheinlich um den Kinomodus zu genießen. Wir sehen, die Trailer laufen auch ganz normal. Super Auflösung, also könnte eigentlich echt nicht besser sein. Wir haben jetzt hier vermutlich kein 4K, was man auch nicht groß braucht. Gehen wir einfach mal drauf, starten ein bisschen was und man sieht, wir sind jetzt hier natürlich im WLAN. Aber das funktioniert klasse.
Bisschen Werbung ich für Adam Sandler. Geile Filme. Zu einer Frau Klasse. Aufbauen. Filme gucken im Auto kennt man eigentlich nur aus der hintersten Reihe und dann auf irgendwelchen klobigen Displays von 2003. Ah, okay, wenn wir einmal auf ein Display tippen, dann sehen wir sogar ein paar Infos übers Auto. Wir haben hier die Lautstärke, Klimaautomatik können wir einstellen, Displayhelligkeit. Hier wäre zum Beispiel die App dann auch wieder zu schließen. YouTube gehen wir drauf, ist fast dasselbe Spiel. Da ist es schon. Nicht schlecht, kennt man auch, dass das manchmal länger dauert. Ja, dann kann man sich ganz normal anmelden, sprich man hat dann seine abonnierten Kanäle, Vorschläge, Trends, wie man das so kennt. Wir können auch gerne mal irgendwas starten. Mach euer Video an. Ist ja aus Protest das Video. Was geht ab, Leute? Läuft, hapert ein bisschen, dass wir da eine Internetverbindung liegen. Wäre interessant zu wissen, wie das dann über die SIM-Karte läuft. Dadurch, dass wir halt, wir haben eine SIM-Karte, in jedem Tesla eine SIM-Karte von E-Plus dabei. Das ist eine Tochterfirma von O2, soweit ich weiß. O2 ist jetzt nicht fürs beste Netz bekannt, die sind besser geworden, aber dann noch eine Tochterfirma davon. Man kennt das also aus dem Auto, ähnlich wie beim Handy, dass man halt in manchen Regionen kein Netz hat. Aber ich vermute, da, wo man dann streamen kann, das wird dann meistens beim Laden sein oder auf irgendwelchen Rastplätzen, Parkplätzen. Da sollte das auf jeden Fall, ja, mit dabei sein. Zusammen mit diesem Streaming und dem Musikstreaming oder dem Videostreaming, dem Kinostreaming, können wir auch gleich mal auf die Premium Connectivity zu sprechen kommen. Premium Connectivity ist momentan bei Tesla, soweit ich weiß, noch inbegriffen. Sprich, da ist dann TuneIn dabei, Spotify. Wenn man das nicht dazu bucht oder irgendwann das Abo nicht abschließt, ich weiß nicht, ob es im Abo kommt, vermutlich, dann hat man zum Beispiel die Option zum Spotify-Stream gar nicht, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde es wirklich ein schönes Komfortmerkmal, immer alles mögliche an Musik dabei zu haben. Sprich, das wird irgendwann wahrscheinlich bezahlt, dann höchstwahrscheinlich irgendwie in einem Abo, dass man vielleicht verschiedene Abos abschließen kann in verschiedenen Größen, was man halt dazu haben muss. Premium Connectivity enthält auch noch Live-Navigation. Sprich, wenn wir jetzt das Navigationssystem aufhaben, dann könnt ihr hier ganz schön sehen, orange und rote Linien, das ist so gesagt die Live-Navigation, die über Handyortung per Google herausfindet, wie viele Autos befinden sich gerade dort an dem Punkt und können dann wirklich live ganz gut darstellen, ob man warten muss, ob man steht oder nicht. Das ist auch damit inbegriffen, auch ein schönes Komfortmerkmal. Dann hat Tesla auf jeden Fall den Plan, ich weiß nicht, wann das kommen wird, ich hoffe demnächst, Hotspots an den Superchargern zu integrieren. Sprich, wenn man da lädt, da pausiert oder irgendwie streamen möchte, dass man halt nicht über das mobile Netz geht, was vielleicht in dem Fall dann ein bisschen schlechter ist. Wie gesagt, Hotspots installiert, um da einfach sorgenfrei und ganz entspannt streamen zu können. Dann habe ich auch noch gehört, dass irgendwann wahrscheinlich Hotspots in die Autos kommen, wie das mittlerweile schon bei vielen Deutschen der Fall ist, dass man gegen Aufpreis sich einen Hotspot holen kann. Zum Beispiel bei Audi ist es so, ich glaube Audi Connect heißt das. Da kann man per Abo dann jetzt schon einen Hotspot abschließen. Das Auto hat dann halt einfach, wie gesagt, Wi-Fi. Da kann sich dann jeder einloggen, irgendwie, weiß nicht, seine eigenen Videos gucken, wenn man jetzt hinten drin sitzt und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, hört sich auf jeden Fall alles mega cool an, dass das alles irgendwie ein bisschen verbundener wird, ein bisschen digitaler. Habe ich Lust drauf und ich bin mal gespannt, wie so die erste Langstreckenfahrt wird, wenn man dann einfach mal Netflix streamen kann. Krank. Heftig. Startet von selber. Einfach zwei Spieler geben. Hey, wie cool das aussieht. Ja. Also hier sehen wir es auf jeden Fall schon mal. Macht den Spaß mal ein bisschen leiser. Hier sehen wir es auf jeden Fall jetzt schon mal so, dass das Startmenü, was irgendwie ganz lustig aussieht. Wir haben den Model 3 am Start, fast so konfiguriert, wie es bei uns ist. Ich denke, der wird, kannst du jetzt gar nicht sehen. Wir haben einen kleinen Supercharger dabei, den ein Kollege von mir zum Beispiel mittlerweile auch in 3D druckt. Ein cooles Ding, finde ich. Man kann zu zweit spielen, was ich gar nicht wusste. Mega lustig, Multiplayer, Splitscreen-mäßig. Splitscreen gibt es fast nicht mehr. Mega traurig. Ich hasse das, dass man alles mittlerweile online spielen muss. Wie geil ist das denn, wenn man mit vier Leuten im Wohnzimmer sitzt und über Splitscreen zockt? Finde ich um einiges besser. Nehmen wir hier direkt mal den Roadster-Astronauten. Haben wir auch im Büro stehen, das Bild. Hat so ein bisschen, weiß nicht, Mario Kart. Ich glaube, von Crash gab es jetzt auch wieder so ein Race-Game. So ein bisschen den Flair. Ja, wir laken auf jeden Fall. Mit dem Lenkrad, man benutzt nur die Bremse, beschleunigt wird automatisch. Wäre natürlich auch ein bisschen strange, wenn man jetzt, kann ich driften? Zack! Ja gut, auf jeden Fall ganz lustig, wie ihr seht, bestimmt zu zweit noch spaßiger. Die anderen Spiele werden ähnlich funktionieren. Manche wird man vermutlich nur mit dem Controller spielen können. Wobei ich mir vorstellen könnte, wir haben ja hier verschiedene Knöpfe zum Anwählen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müsste man herausfinden. Können wir irgendwie mal ein separates Video zu machen, wenn ihr da Bock drauf habt, dass wir einfach mal ein bisschen zocken. Vielleicht, wenn Lenny hier zu Besuch ist oder sowas. So eine kleine Reunion. Dann mache ich dir mal ein bisschen frische Model 3. Ich erzähle euch jetzt einfach noch mal ein bisschen was über das Update. Ist halt wie jedes herkömmliche Update, was man bei Tesla immer hat.
oder in regelmäßigen Abständen. Sprich, sobald das V10-Update da ist, wird euch das Auto hier oben per Wecker anzeigen. Da taucht dann so ein gelber Wecker auf, da kann man draufklicken. Da kann man dann so gesagt schon mal die Uhrzeit einstellen, wann man installieren möchte. Die meisten, ne, wir haben es jetzt in der Firma gemacht, weil es bei uns einfach dann zusammen mit dem Laden am easiesten ist. Die meisten werden es zu Hause machen, dann kann man zum Beispiel das Update auf nachts einstellen. Sprich, das Auto kann auch nicht bewegt werden, solange das Update gemacht wird. Je nach Internetverbindung dauert das und Größe des Updates dauert das so eine halbe Stunde bis anderthalb, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder kann man dann so gesagt voreinstellen, wann man es machen möchte. Wenn man jetzt irgendwie nach Hause kommt und es direkt machen will, kann man es natürlich auch direkt installieren. Man kriegt dann im Endeffekt noch ein Update. Wenn es fertig ist, wird so ein kleines Pop-Up-Fenster aufgespielt, das einem sagt, was ist neu, wo findet man es, was hat sich verändert. Mittlerweile ist es bei der Smartphone-App auch so, dass du eine Benachrichtigung, wenn du die Push-Benachrichtigung eingestellt hast, auf dem Handy, wird dir angezeigt, dass dein Auto bereit ist fürs Update. Das ist von Auto zu Auto unabhängig, kommt, glaube ich, auf die Fahrgestellnummer an. Wir haben schon mal gehabt, dass manche Autos das früher hatten als andere. Man kriegt sie also nicht immer gleichzeitig, das muss nicht immer sein. Ja, Leute, das war es jetzt leider auch schon von der Model 3-Geschichte. Ihr könnt einfach mal ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Gerade wenn ihr dieses Gaming-Video sehen wollt, ich hätte auf jeden Fall mal mega Lust, einfach ein bisschen zu zocken. Total ungewohnt, irgendwie so im Lenkrad in der Hand zu spielen. Ich kenne das nur damals von der Xbox, haben wir das beim Kollegen immer bei Forza gemacht. Fast die beste Experience, die man im Simulator haben kann, wenn man noch ein Lenkrad dabei hat. Ich kann heute auch nicht reden, es tut mir leid. Wie gesagt, lasst ein Sub da, wenn es euch gefallen hat. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann macht die Glocke an, dann werdet ihr immer up to date gehalten, was so bei uns kommt. Für die Leute, die neu sind, vielleicht gibt es ein paar neue unter euch. Ja, das wird natürlich nicht nur komplett elektrisch sein bei uns. Wir versuchen, die Elektromobilität voranzutreiben, machen aber auch so ein bisschen Verbrenner-Content, weil momentan leben wir in einer gemischten Welt. Andere mehr, andere weniger. Aber die Elektromobilität wird kommen, das kann ich euch schon mal versprechen. Ich wünsche euch, egal wann es kommt, einen wunderschönen Tag, wunderschöne Woche, wunderschönes Wochenende. Hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß. Liebe geht raus.